Es war ein glanzloser, aber zweckmäßiger erster Auftritt der Wiener Austria in der Post-Corona-Ära. Mit 1:0 haben die Veilchen gegen die Admira gewonnen. Und genau darüber mag ich jetzt sprechen. Und zwar mit dem Mann, der mir via Skype zugeschaltet ist, der Kapitän der Wiener Austria. Servus, Alex Grünwald. Hallo zusammen. Begrüße dich. Danke für deine Zeit. Wie gut kannst du denn leben mit dem Marschall glanzloser Sieg? Die Kommentatoren sind sich ja weitgehend einig, dass der berüchtigte Zauberfußball noch nicht an den Tag gelegt wurde. Ja, ich kann sehr gut damit leben, meiner Meinung nach, weil ja, wir doch die letzten 10 Spiele ungeschlagen sind und auch trotzdem sehr viel Unentschieden gespielt haben, aber jetzt endlich einmal einen Sieg eingefahren haben. Und nach den 3 Monaten ist das klar, dass der Rhythmus auch noch nicht ganz hundertprozentig passen kann. Und das hat man gesehen, aber im Endeffekt haben wir gewonnen und das war das Ziel. Dass spielerisch noch Luft nach oben ist, das hat man natürlich gesehen und haben nicht die Experten gesehen, das haben auch wir selbst gesehen und ja, das versuchen wir natürlich dann am Wochenende dann schon wieder zu verbessern und so werden wir uns dann so weiterentwickeln, dass wir in den nächsten Wochen dann uns stetig steigern. Und genau diese Serie mit den 10 Spielen ohne Niederlage in Folge ist jetzt mit diesem Sieg wie zu bewerten? Ja, wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir das eine oder andere Unentschieden natürlich in einen Sieg umgewandelt hätten, aber ja, es waren einfach zu viele Unentschieden dabei und deswegen ist eigentlich der Sieg noch höher einzuschätzen. Und ja, es war einfach wichtig, dass wir jetzt endlich 3 Punkte gemacht haben. Nicht nur jetzt wegen der Serie, ist einfach aufgrund der Tabellenkonstellation einfach sehr wichtig, dass wir da die ersten 2, 3 Spiele einfach sehr gut absolvieren, gut reinstarten, damit wir uns da vielleicht gleich ein bisschen absetzen können. Aber man hat gesehen, dass die Spiele nicht einfach werden, die Gegner sehr kompakt stehen. Und ja, unser Ziel muss es sein, da einfach bessere Lösungen zu finden gegen tiefstehende Gegner, wie zum Beispiel jetzt gegen die Admira. Genau das ist es ja eh, worauf sich der eine oder andere Experte draufgesetzt hat, nämlich auf die vielleicht zu wenigen Lösungsvorschläge eben gegen sehr tiefstehende Gegner, zumal der nächste Gegner St. Pölten vermutlich ähnlich auftreten wird. Wo gilt es denn da deiner Meinung nach anzusetzen? Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie St. Pölten das anlegen wird. Kann man schon vorstellen, dass wir uns vielleicht das eine oder andere Mal vielleicht auch höher pressen wollen. Aber ja, aufgrund der langen Pause ist es also ein bisschen, ein bisschen variabel. Das wird man dann erst sehen, wie die Mannschaften wirklich eingestellt sind. Aber ja, klar, St. Pölten ist mal gut reingestartet, haben jetzt das Selbstvertrauen. Aber ich denke, wir haben trotzdem die Qualität, dass wir in St. Pölten bestehen können. Und mit dem Ziel fahren wir natürlich hin. Welchen Anteil am gestrigen Sieg hat denn eigentlich Goalie Penz? Ja, Penzi hat das gestern sehr gut gemacht. Dafür steht er auch bei uns im Tor, damit er uns in solchen Partien auch dann gegen Ende auch dann mal eine ein oder andere Situation rettet. Und das hat er sehr gut gemacht. Und ja, deswegen sind wir froh, dass er so eine Leistung gestern geboten hat. Du bekommst die Frage vermutlich jetzt nicht zum ersten Mal gestellt, aber sie drängt sich natürlich auch auf nach dieser langen Pause. Wie war es denn jetzt tatsächlich ohne Fans zu spielen? Wie viel anders war das Feeling, ins Stadion einzulaufen, wenn es halt wirklich leer ist? Ja, es ist schon anders. Erstmal möchte ich sagen, dass wir froh sind, dass wir überhaupt wieder Fußball spielen dürfen. Aber klar, es hat natürlich etwas Großes gefehlt, und zwar die Fans. Und da sieht man, dass die Fans auch sehr wichtig sind für den Fußball. Und wir hoffen natürlich, dass die Verantwortlichen und die Regierung da bald einen Weg finden, damit so schnell wie möglich wieder die Fans ins Stadion dürfen. Und ja, es ist natürlich sehr wichtig, dass das bald passiert. Ein sehr akutes Thema ist rund um die Corona-Pandemie natürlich auch die sehr hohe Belastung, die jetzt auf die Spieler zukommt. Wie sehr, ein bisschen zugespitzt formuliert, fürchtest du dich denn vor dieser Belastung? Beziehungsweise wie sehr merkst du, dass die Trainingssteuerung auch in eine bestimmte Richtung geht? Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr dichtes Programm und das hat man auch gestern gesehen in der zweiten Halbzeit, dass dir schon vielleicht schneller die Kraft ausgeht als normal, wenn du in einem normalen Rhythmus bist und nach einer 6-wöchigen Vorbereitung. Das merkt man schon, das kann man nicht verleugnen. Deswegen ist es bei uns wichtig, ja, dass sehr viele fit sind im ganzen Kader. Ich denke, dass sehr viele Spiele gebraucht werden jetzt in den nächsten Wochen und dass wir da gut aufgestellt sind und sehr, sehr breit auch aufgestellt sind. Und ja, die Belastung wird sehr hoch sein
Und deswegen wird es für uns oder generell sehr wichtig, dass wir uns gegen Verletzungen gut vorbereiten oder auch im Training das gut steuern, damit wir einfach verletzungsfrei durch diese Phase kommen. Jetzt macht die Chefität der Wiener Austria ja kein Hehl daraus, dass die finanzielle Lage sehr angespannt ist bei der Austria, auch schon vor Corona, durch Corona natürlich noch einmal verstärkt. Ist das ein Thema, mit dem ihr Spieler euch auch beschäftigen müsst oder tangiert euch das überhaupt nicht und seid ihr so weit Profis, dass ihr das völlig ausblenden könnt? Ja, am Platz können wir das natürlich komplett ausblenden, weil da gehen wir von unserer Leidenschaft nach und das macht Spaß. Aber spurlos geht das natürlich nicht vorbei an unseren Spielern. Wir sind ja auch in der Kurzarbeit und da ist ganz klar, dass man sich mit dem Thema befasst. Aber ja, für uns war das ganz klar, dass wir da dem Verein auch entgegenkommen in dieser Phase. Und ja, wir hoffen, dass bald wieder auch Normalität einkehrt. Und deswegen, ja, wäre es einfach wichtiger, dass das Zuschauer auch bald wieder ins Stadion dürfen, um eben da wieder Einnahmen zu generieren und Normalität herbeizuführen. Machst du dir eigentlich Sorgen um deine persönliche Zukunft und auch um die des Vereins? Ja, klar macht man sich Sorgen, oder Sorgen ist vielleicht falsch, aber man macht sich auf jeden Fall Gedanken, persönlich und natürlich auch Verein. Ich bin ja auch schon langjähriges hier. Und dann ist man auch da vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr eingebunden oder fühlt man das vielleicht noch ein bisschen intensiver, als wenn man vielleicht erst kurz hier ist. Aber ich hoffe einfach, dass wir das alle gut überstehen, dass generell der österreichische Fußball wieder in die richtige Richtung bewegt, dass wir gesunde Vereine haben. Aber klar, jetzt große Sorgen um mich persönlich habe ich mir jetzt nicht gemacht, aber ich hoffe, dass bald wieder Normalität einkehrt. Es war in jüngerer Vergangenheit im nicht fußballspezifischen Kontext immer wieder mit dem Wort alternativlos die Rede. Ich mag das jetzt ummünzen auf unser Gespräch. Ist Platz 1 in der Quali-Gruppe für die Austria alternativlos? Ja, alternativlos. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das Ziel und auch der Platz, den wir erreichen wollen und auch den Anspruch, den wir an uns selbst stellen, dass wir da wirklich Erster werden in dieser Gruppe. Wir haben alle Voraussetzungen dafür und deswegen muss es für uns Spieler auf jeden Fall, da darf es da nichts anderes geben als den Platz 1. Aber man hat gesehen, dass es kein leichter Weg wird und dass es kein Selbstläufer ist. Aber ja, ich denke, wenn wir uns da von Spiel zu Spiel mehr Rhythmus bekommen und steigern können, ist es auf jeden Fall auch von unserem Potenzial her möglich. Letzte Frage, dann lasse ich dich eh schon in Ruhe. Wie sieht der Tagesablauf eines Profikickers dieser Tage aus? Also wie viel Zeit bleibt überhaupt für Freizeitaktivitäten zwischen Matchvorbereitung, Training und Regenerieren? Ja, wir sind ja jetzt gerade erst in den Rhythmus reingestartet, aber klar, gestern gespielt, den ganzen Tag halt quasi unterwegs gewesen und heute regenerieren, da ist man schon noch sehr müde. Morgen haben wir dann einen Tag frei, da schaut man, dass man dann ein bisschen mit dem Kopf halt wegkommt, auch vom Fußball und Freitag haben wir schon Abschlusstraining, Samstag Spiel, also es geht wirklich Schlag auf Schlag und das ist noch wichtiger, dass man gut regeneriert und deswegen ist eigentlich privat nicht sehr viel los. Meistens pendelt man nur von Stadion nach Hause und schaut, dass man sich gut erholt und dass man für die nächsten Einheiten wieder hergestellt ist. Umso mehr freue ich mich, dass du Zeit gefunden hast, um mit uns ein bisschen zu plaudern. Danke für das Gespräch. Alles Gute weiterhin, Alex Grünwald. Servus.